Thema Licht. Gut, wenn ich dich jetzt frage, ist langweilig, weil wenn du es nicht umsetzen würdest, wer dann? Aber vielen ist überhaupt nicht bewusst, wie entscheidend Licht wirklich sein kann. Und wenn wir mit unseren Kunden sprechen, fragen wir, was hast du für ein Licht im Badezimmer? Hast du eine Tageslichtlampe? Wie sieht es grundsätzlich von der Beleuchtung im Büro aus? Licht ist der Taktgeber Nummer eins. Und wir hatten ja schon Thema Evolution, wir hatten das Thema der zirkadianen Rhythmik. Wie sieht das so aus deiner Erfahrung aus deinem Umfeld? Machen wir das mal. Glaubst du, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, ich verstehe das mit dem Licht und ich kümmere mich drum um das richtige Licht, damit ich besser schlafe? Also ich glaube schon, dass Leute heute wissen, dass Licht da eine gewisse Rolle spielt, aber natürlich, dass nicht so weit geht, dass man sozusagen das Licht in seinem Umfeld wirklich so detailliert plant, wie es heute tatsächlich ja hilfreich sein könnte. Also wichtig beim Thema Licht, also es ist nicht nur hell, damit wir was sehen können. Das ist ja so das, was man vielleicht auch denkt, auch bei den Produkten. Eine Lampe mache ich an, damit ich was sehe und irgendwas lesen kann oder so. Aber Licht ist eben viel mehr. Du hast gerade gesagt, bei der zirkadianen Rhythmik haben wir darüber gesprochen, dass es äußere Vorgabe, eine äußere Uhr und innere Uhren gibt und dass man die synchronisieren muss. Und die Frage ist ja, wie wird das synchronisiert? Und da gibt es verschiedene Wege. Und es sind sogenannte externe Zeitgeber, also irgendwas außerhalb von mir, was sagt, es ist jetzt die Zeit, passt das zu deiner inneren Uhr? Und der wichtigste externe Zeitgeber ist eben Licht. Das heißt, Licht ist nicht nur dafür da, damit ich was sehe, sondern Licht ist auch dafür da, um eben die zirkadiane Rhythmik artgerecht zu halten quasi. Also ich frage deswegen so, das ist, ist natürlich genau die Erklärung, ganz klar, Taktgeber Nummer eins, zirkadiane Rhythmik. Aber was ich spannend finde, ist eben, die Leute wissen es vielleicht so in Ansätzen, aber wenn wir jetzt ganz normal mit Kunden sprechen und fragen, okay, hör mal zu, hast du schon eine Tageslichtlampe im Bad? Dann gucken die einen irgendwie erstaunt an und sagen, was? So. Also viele kennen die Produktart gar nicht, um es kurz zu erläutern. Es geht im Endeffekt darum, dass natürlich die Sehzellen aufnehmen, eine gewisse Luxstärke, also Lichteinheit, wie viel Lux sind es, weil wir Sonnenlicht simulieren können, Tageslicht simulieren können, genau wie es früher war. Das heißt, raus aus der Jote, Tageslicht und der Körper ist da, Energie, Vollgas geht's. Und das kann ich mit einer Tageslichtlampe simulieren und wenn ich mir die ins Bad stelle, auf die Dusche richte morgens früh, mir geht's einfach viel, viel besser, weil der Energiehaushalt ein ganz anderer ist. Das ist so der Tageseinstieg auch in dem Bereich, aber dann läuft es natürlich über den Tag weiter. Und da ist es zum Beispiel auch spannend, wenn wir irgendwie mit Firmen arbeiten oder wie auch immer, Thema Büro. Das ist ja auch so ein Punkt. Das heißt, dort wirklich zu sehen, wie sind denn die Arbeitsverhältnisse so weiter und so fort. Auch hier ist es natürlich, klar, ist medizinisch alles nachgewiesen, aber wirklich drum kümmern tun sich gar nicht so viele. Ne? Nee, genau. Obwohl es eigentlich einfacher ist, als man vielleicht denkt. Man kann ja mit kleinen Lösungen da auch schon ganz viel erreichen. Und man muss sich eben klar machen, dass ich Licht nutzen kann, um wach zu werden und um müde zu werden. Also ich kann Licht nutzen, um morgens gut in den Tag reinzukommen und abends gut in die Nacht. Ich kann es aber, und das tun die meisten von uns, auch genau umgekehrt machen, vor allen Dingen dafür sorgen, dass ich abends Lichtverhältnisse habe, die eigentlich meinem Körper, dessen innere Uhr sagt, ist jetzt nicht mal langsam schlafen und Erholung angesagt, von außen immer wieder das Signal gibt, nee, es ist Tag, bleib mal wach. Und so kann ich es positiv nutzen oder es kann halt auch sehr stören. Und die Tatsache, dass wir es noch nicht genug wissen, vielleicht der Einzelne, und dass wir es auch noch nicht ernst genug nehmen, das Thema vielleicht. Thema Lichtverschmutzung ist ja ein großer Bereich, ja, zu dem du vielleicht auch noch mal was sagen kannst. Ist dann wieder einer von vielen Puzzleteilen, der unseren Schlaf stört, mit allen Folgen, über die wir hier schon gesprochen haben. Weil wir wieder aus der Rhythmik geworfen werden, weil nämlich dann, was er gerade gesagt hat, wenn der Körper eigentlich sagt, ich würde jetzt gerne schlafen, irgendwie Thema Melatoninausschüttung, also Schlafhormon und so weiter, und dann kriegt der künstliches Licht in einer Art und Weise, die dem Körper signalisiert, es ist Tag, Beispiel, weiß ich nicht, Fitnessanlage, ja, helles Licht im Kursraum, was ja auch ganz sinnvoll ist, damit ich nicht über andere Kursteilnehmer stolper oder so, ist ja ganz schön, aber vom Grundprinzip für den Körper nicht optimal, und wenn ich dann jetzt noch so eine Trainingsintensität habe, hier Puls da oben, ist ja mit dem Schlaf irgendwie alles vorbei. Ne? Also deswegen, da bist du beim Morgen und Abend. Tagsüber bei der Arbeit aber auch ganz spannend. Ich meine so, kennst du vielleicht diese Thematik Bürohochhäuser?
führende Etagen, wo man sagt, oh, weiß ich nicht, die müssen besonders toll arbeiten, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, Chefbüro, ja, rundum verglast, Tageslicht und Archiv ist im Keller ohne Tageslicht, weil die müssen nur Ablage machen. Also man weiß das schon, so auch aus der Arbeitswelt, aber es wird eben wirklich viel zu wenig beachtet. Das ist so der Punkt. Und Thema Schichtarbeit ist da natürlich auch nochmal spannend. Ne? Ja, Schichtarbeit ist ja nochmal ein spezielles Thema und könnte man jetzt sagen, ist quasi so der Super-GAU, weil ja es vorgegeben ist, die Rhythmik durcheinander zu bringen. Ja. Also es ist quasi meine Arbeit oder arbeitsimmanent, wenn man so will, dass ich eben nicht so einen Rhythmus habe. Aber auch da kann man jetzt, das kann man nicht zurückschrauben. Also Schichtarbeit, ne, das weißt du am Ende besser als ich, ist immer ein Problem. Aber auch da kann man natürlich viel machen und kann sagen, wir mildern die Folgen einer solchen Schichtarbeit ab und versuchen auch da ein gewisses Maß an einen Rhythmus reinzubringen, wodurch man ja trotzdem viel erreichen kann. Und zwar sowohl für das aus Sicht des Arbeitgebers und aus Sicht des Arbeitnehmers. Also der Arbeitgeber möchte jemanden haben, der effektiv und arbeitet und Leistung bringt. Aber ich kann ja schon auch viel dafür tun, dass die Gesundheit des Arbeitnehmers eben nicht allzu großen Schaden nimmt. Oder es gibt ja genug Erkenntnisse darüber, dass eben nachts dann Arbeitsunfälle häufiger sind, etc. Na, und das ist eben immer dieser Punkt. Klar, ich sollte auch bei der Arbeit Licht anhaben, auch nachts, ist natürlich nicht schlecht. Das ist schon ganz entscheidend. Und wie gesagt, die Leute müssen sich einfach klar machen, dass Licht Taktgeber ist, dass ich dadurch viel steuern kann. Aber eben, und du hast eben den Abend angesprochen, das ist genauso dieser Punkt. Jetzt waren wir zwar kurz in der Fitnessanlage, aber auch zu Hause. Das heißt, wenn ich abends natürlich nochmal 2 Stunden auf mein hell erleuchtetes Tablet schaue und mir da das blaue Licht gebe von A bis Z, dann hat es auch einfach den negativen Faktor, was Schlaf angeht, auch wieder aufgrund der Hormonsituation. Und das kann ich ja relativ simpel ändern. Ich kann ja wirklich die Einstellung so vornehmen, dass der Körper abends auch runterfahren kann. Ich das Licht eben wirklich in orange Farben bringe, ja, ähnlich Feuer Beispiel, ja, also orange Farbe bringe und nicht dieses künstliche blaue Licht habe, dann nehmen die Sehzellen das auch ganz anders auf und dann funktioniert es mit der Hormonausschüttung, weil Melatonin, Gegenspieler, Cortisol, Stresshormon brauchen wir ja, ne? Genau. Und du hast eben im Nebensatz mal so Bewegung, Ernährung und sowas angesprochen und Thema Licht abschließend, sicherlich wichtigster externer Zeitgeber für die Synchronisation, aber zum Beispiel, wann bewege ich mich und wann nehme ich Mahlzeiten zu mir, sind auch externe Zeitgeber. Das heißt, wenn die innere Uhr, die äußere Uhr sagt, jetzt ist Schlafen und die innere Uhr sagt, ja, passt, ich aber helles Licht habe, falsches Signal durch den wichtigsten externen Zeitgeber, spät noch esse, also sage, nee, spät essen ist nicht vorgesehen, das heißt, spät essen ist eigentlich auch nochmal ein Signal für Tag. Mhm. Und dann noch eine ordentliche Bewegungseinheit, also richtig aktiv bin, ne, mit dem Löwen kämpfe und versuche zu jagen, das auch noch spät abends. Der dritte Zeitgeber, der sagt, nee, ist doch gar nicht Schlafenszeit, dann ist klar, dass das durcheinander kommt. Und umgekehrt, wenn ich die Sachen gut aufeinander abstimme, mit Licht arbeite und es nutze, um den Schlaf zu fördern, wach zu werden, müde zu werden und noch Training, Ernährung und andere Dinge, die dann Einfluss haben, versuche einigermaßen zeitlich gut aufeinander abzustimmen, kann ich halt unheimlich viel damit erreichen. Zumindest Licht kann ich zu Hause ja anpassen. Das heißt, du hast gerade gesagt, Lichtverschmutzung. Ich kann ja schlecht bei der Stadtwerke anrufen, sagen, machen wir Licht aus. Aber vom Grundprinzip her zu Hause habe ich die Möglichkeit, indem ich den Tag morgens steuere, ja, mit vernünftigem Helmlicht. Und wenn ich es abends irgendwie nicht über meine Beleuchtung hinkriege, kann ich mit einer Blaulichtfilterbrille arbeiten. Also ich habe genug Möglichkeiten, aber da sollte man auf jeden Fall einen Fokus drauf legen, ja, zu sagen, ich beeinflusse das Licht, soweit ich es kann.